Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Henry Stickman. Ja, heute kommen wir nun in der vierten Episode gemeinsam an. Und was uns dort erwartet, ja, das sehen wir jetzt mal. Ne? Ich bin gespannt, was uns dort in der vierten Episode erwarten wird. Feeling the Complex. Ja, was wir da nun machen müssen, werden wir dann im Großen und Ganzen, ja, gleich mal sehen. Ne? Mal abwarten. Okay, ich bin in einem Verhörraum. Welcome. To the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here, and now we have the infamous Henry Stickman. You're going to be here for a long time. Grigori, take him. Okay, die Russen wollen uns hier umbringen. So okay, was nutzen wir? Ihr Boost-Up? Wenn wir tot spielen, tritt der uns bestimmt, oder? Boah, was nehmen wir? Ja, komm, wir tackeln den jetzt einfach mal. Oh, no, no. Los, lauf! Lauf! Ja, hier ist Pichu. Renn einfach! Oh. Ja, da waren wir wohl ein bisschen zu schnell. Komm, wir können laufen. Lauf. So, was können wir jetzt wählen? Akrobatische Sachen. Ui, ja, nice, yo. Sehr gut. Ist der Pferd zu klein? Was? Oh. Halt. Scheiße, stimmt. Ich habe gar keine Hände frei, um so einen Enterhaken überhaupt zu benutzen. Tool the gun. Cheaten. Ja, cheaten ist immer hier geil. Okay. Dann war das auch nicht die richtige Wahl. Gut, dann haben wir nur noch eine Möglichkeit hier. Ja, den typischen Mario Kart Geist jetzt aktiv. Okay. Okay, da sind wir auf jeden Fall schon mal entkommen. Yeah, it looks like Henry Stickman. Stickman. Yeah, Henry Stickman has escaped. You still there? Attention. We have an escaped convict. He was last seen heading towards the surface. Wow, okay, die fahren Panzer aus. Okay, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir haben hier oben den Boxer. Aber wo müssen wir denn lang? Also hier, glaube ich, geht's runter. Gegen den Panzer anzutreten wäre nicht gut. Gegen ihn zu kämpfen, glaube ich, auch nicht. Da, lass mal den Weg hier gehen. So, das sieht schon mal gar nichts. Okay, it's okay. Ich gehe lieber. Gegen Panzer. Na gut, wir müssen runter auf jeden Fall. Ja, komm, wählen wir den hier mit dem Schwert. Das wäre die einfachste Möglichkeit. Easy! Okay, der ist tot. Und jetzt können wir flüchten, oder? Ja, Mist. Okay, da sind ein paar Waffen. Ein paar Wachen. Okay, was haben wir hier? Den Truck nehmen? Wäre zu auffällig. Mit dem Truck wäre das. Okay. Sandwich. Okay, ja gut, dann nehmen wir doch den Truck. Obwohl. Hey, nicht. Hey! Shoot! Okay, schießen war anscheinend nicht die richtige Wahl. Okay, was kommt? Mit dem Fallschirm. Haha! Okay. Fallschirm hat's auch nicht geklappt. Was hatten wir jetzt eigentlich sonst so viele Mal? Slam, also rammen wir ihn doch. Wuhu! Oh, holy fucking! Shit. Okay. I have to say, Henry, I'm impressed. Really, I am.
You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. Ja, wir haben nur eine Fähigkeit, den Warpstern. Und weg sind wir. Bye, bye. Okay, wir sind wieder in unserer Zelle gelandet. Aber ich hab... Sonst hatten wir gar nichts, ne, zur Auswahl. I'm impressed. Really, I am. You're the first person to escape the wall. Ja, aber ich hab nichts. Okay, einfach mal warten, bis die Zeit abläuft. Airbag. Ja, ich nehm den Airbag hier. Den Airbag. Katapultier mich. Okay. Der Airbag hat uns ordentlich gerettet. Dann haben wir noch das mit dem Rausziehen, aber dann gleich. Okay. Hier kommt gleich noch was. Das können wir jetzt wählen. Dann kommen wir wenigstens raus, oder? Ja, der Airbag hat uns gerade... So, wir warten. Vielleicht kommt noch eine Auswahl. Okay. You made the right choice. Hände, wir ergeben uns. Oh, war auch nicht die richtige Wahl. Okay. Gut, dann lassen wir einfach mal die Zeit ablaufen und gucken einfach mal, weil dann kann uns ja nur das Ablaufen der Zeit anscheinend, ja, ne, den Sieg bescheren oder auch den Tod. Ey, wenn er gegen unser... Nein. Holy fucking shit. Ich dachte jetzt schon, er hat uns einfach runtergeschmissen. Ja, ich würde mal sagen, da sind wir entkommen. Ach, wie schön das Ganze doch einfach ist. Da sind wir auf jeden Fall, ja, aus dem russischen Knast entkommen. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt ohne Anziehsachen gerne hinten auf so einem LKW sitzen bei eisiger Kälte. Aber, ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ja, meine lieben Freunde, wenn euch die vierte Episode von The Henry Stickman gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das. Ansonsten, wie gesagt, dürft ihr auch gerne was dazu in den Kommentaren schreiben, wie euch, ja, das Let's Play Henry Stickman hier gefällt. Und wenn ihr von mir gar nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, angenehmen Tag und wir sehen uns dann wieder morgen pünktlich um 21 Uhr mit einer weiteren Folge Henry Stickman hier auf meinem Kanal mit eurem Brocken.